Aus einer Erzeugungswerkstätte für Feilen und Schmiedewaren, gegründet vor über 160 Jahren, wurde ein innovatives Hochtechnologieunternehmen. Braun Maschinenfabrik, seit 1848 im Besitz derselben Familie in Vöcklabruck, setzt seit jeher auf Qualität und Technologie. Eine ihrer Sparten umfasst Stahlwasserbau und Rechenreinigungsmaschinen. Die Sparte Stahlwasserbau der Braun Maschinenfabrik hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einem der führenden Hersteller in Österreich und Süddeutschland für Stahlwasserbauanlagen hochgearbeitet. Nicht nur zählen wir sämtlichen großen Elektrizitätsversorgungsunternehmen in diesem Raum zu unseren Kunden, sondern auch viele Seen des Salzkammerguts, wie zum Beispiel Wolfgangsee, Mondsee, Hallstätter See, werden durch unsere Anlagen gesteuert, was den Seespiegel betrifft. Interessant ist auch, dass wir kürzlich einen Großauftrag vom Verbund erhielten, sämtliche Schleusen an der Donau bis zum Jahre 2023 zu revitalisieren und auf den Stand der Technik zu bringen. Eben am Fertigwerden ist ein aufwendiges Projekt, eine Maschine, deren neue Heimat Salzburg sein wird. Bei der hier zu sehenden Maschine handelt es sich um eine Rechenreinigungsmaschine. Sie ist gedacht für das Projekt Lehen. Das ist ein Projekt der Salzburger AG. Die Maschine ist zum Rechenreinigen gedacht. Das heißt, vor dem Kraftwerk befindet sich der Rechen, der ungefähr 20 Meter unter Wasser liegt und der muss mit dieser Maschine gereinigt werden. Das heißt, das Rechengut wird unten gefasst, 20 Meter hochgezogen und dann in einen Container entsorgt. Eine Herausforderung bei dieser Maschine ist natürlich die Größe, insbesondere der Transport. Wir haben ein Transportgewicht von 42 Tonnen und müssen das auf der Straße nach Salzburg transportieren. Das heißt, wir laden auf einen Tieflader auf, der eine Länge von ca. 25 Meter haben wird und ein Gesamttransportgewicht von etwa 80 Tonnen. Das heißt, ist natürlich eine Herausforderung für Genehmigungen. Die Fahrten müssen bei Nacht stattfinden, aber wir hoffen, dass wir die Maschine gut bis nach Salzburg bringen und dort auch sehr gut montieren werden. Teil der Firmenphilosophie der Braun Maschinenfabrik ist das Suchen, Finden und Weiterbilden von herausragenden Menschen als langjährige Mitarbeiter. Das Industrieunternehmen setzt dabei schon bei seinen Lehrlingen an. Wir haben derzeit 11 Lehrlinge in der Ausbildung in den Berufen Maschinenbautechnik und Elektrotechnik mit Schwerpunkt Anlagenbau und arbeiten die Burschen von Anfang an eigentlich in der Produktion mit und dadurch erfahren sie einfach die ersten Hauptbegriffe und ausbildungstechnisch einfach arbeiten sie voll mit. Wir werden auch heuer wieder 3 Lehrlinge aufnehmen in den Berufen Elektrotechnik und die Bewerbungen ist natürlich bis Ende März bei uns zum Abgeben und dann wird entschieden. Kundenorientierung und Service sind oberste Priorität der Braun Maschinenfabrik und machen sie zu einem führenden Industrieunternehmen unseres Landes. Ein Betrieb, in dem zu arbeiten Freude macht.